Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ihr habt mir einen Tweet geschickt, in dem es um die erste CS2-Operation geht, der mir komplett durch die Lappen gegangen ist. Das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Ewig kein Flammkuchen mehr gegessen, das isst man hier auch, glaube ich, gar nicht so oft, oder bei euch? Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Bei den letzten ein bis zwei Talks über die neue Operation oder halt die erste CS2-Operation, die irgendwann auf uns zukommen sollte, haben einige gemeint, dass es dazu bereits Infos gibt, und zwar von Lobber. Da ich ihn nicht verfolge und er aus meiner Sicht einfach nur halt ein Spieler ist, gut, zwar jemand, den man kennt, profimäßig und so, aber ich habe der ganzen Sache jetzt nicht so viel, Ernsthaftigkeit und auch Glaubwürdigkeit zukommen lassen. Jetzt habe ich aber auf Nachdruck von einigen meiner Leute nochmal reingeschaut und hier wird sogar das Studio genannt, das die neue Operation macht. Wir lesen mal rein. Hört mit der Weinerei wegen CS2 auf, verdammt nochmal, die arbeiten daran. Ihr verwöhnten, reichen Gamer-Kiddies. Wie auch immer, die CS2-Operation kommt bald, wie er auch bereits vor 10 Tagen wohl schon gesagt hat. Der einzige Unterschied ist, dass nicht wie üblich die CS2-Devs die Operation machen, sondern dieses Studio hier. Hieraus würde ich auf jeden Fall Folgendes lesen, und zwar, dass das keine offizielle CS2-Operation ist, sondern eine Operation von diesem Studio, die in CS2 ausgetragen wird, aber eben nicht direkt von den Volvos ist. Er liegt hiermit natürlich trotzdem richtig, dass das die allererste CS2-Operation sein wird, aber halt keine offizielle, also von den Volvos. Hierzu gibt er noch folgenden Tweet einen Tag später. Er hat gerade die Info bekommen, die erste CS2-Operation wird am 16. September erscheinen. In dieser ersten Operation wird Echtgeld enthalten sein, das die Spieler während des Zockens verdienen können. Dieses Inui-Studio, das er verlinkt hatte, habe ich mir angeschaut, und man sieht ja auch direkt, dass das ja sicherlich die erste CS2-Operation dann sein wird oder könnte, aber halt keine offizielle von den Volvos, sondern einfach irgendwas, was sie halt kreieren und wahrscheinlich nebenher laufen lassen. Hier ist auch nochmal eine Art Trailer für diese Operation. Also ja, es sieht schon sehr bombastisch aus, es ist schön gemacht. Und vielleicht genau das, was die Leute brauchen. Aber ich denke, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass halt die Volvos zuerst was machen, bevor hier jemand Externes kommt und dann auf eigene Faust was hinschisselt. Sehr nice. Aber man kann es nicht oft genug sagen, das ist nichts von den Volvos. Die ganze Sache kommt übrigens aus Dubai. Da hat man über die letzten paar Jahre, beziehungsweise zumindest Monate auch mitbekommen, dass sich Dubai immer weiter in den Gaming-Markt reindrückt und versucht, vor allem im E-Sport viel zu bewegen. Viele sind sehr darüber gespalten. Ich will ja aber auch gar nicht politisch werden, sondern einfach nur anmerken, dass das eben hier eine ganze Sache aus Dubai ist, die aus dem Boden gestampft wird. Hier wurde sicherlich erkannt, dass es ein fettes Content-Vakuum gibt, das gefüllt werden möchte. Ich bin sehr gespannt, was wir hier zu erwarten haben. Natürlich wünschen wir uns alle die gute alte Zeit wieder her, in der die dicken Operations Schlag auf Schlag kamen und immer mehr reinkam auch. Wenn man alleine zum Beispiel die allererste Operation, Operation Payback, mit der darauf folgenden vergleicht, hier kamen Maps hinzu, unter anderem auch Mirage war es, glaube ich, obwohl es hier gar nicht drin stand. In der nächsten Operation kamen weitere Maps und natürlich ganz groß dann die Skins hinzu und Cash, Banger Map. Darauf folgte dann Operation Phoenix, und ich meine auch, dass die waren nie länger als ein Jahr getrennt. Man kann das jetzt auch einfach nachgucken, mache ich jetzt aber nicht. Die waren nicht weit voneinander. Also die Operations kamen ziemlich Schlag auf Schlag, hier wie üblich mit der Coin, mit neuen Skins und eben Maps. Darauf folgte dann Operation Breakout. Hier hatte man dann auch schon Missionen, die man machen musste oder konnte, um eben dann wiederum Dinge freizuschalten. Das war eine sehr geile Meile. Die nächste war dann Operation Vanguard. Und hier war der übliche Kram drin, Maps, eine Kiste, also Skins und so weiter und so fort. Und man hatte dieses ultimativ coole Journal, durch das man sich durcharbeiten konnte, um eben Sachen freizuschalten. Das sah schon wirklich sehr cool aus und hat auch in der Handhabung viel Spaß gemacht. Bloodhound war die nächste. Hier sieht man auch, wie der Preis übrigens ganz langsam anstieg. Die erste war bei 1,99 oder 2,99. Hier sind wir schon bei 5,99. Aber es kommt natürlich auch immer mehr hinzu. Auch wieder das Journal, Maps, Skins und so weiter. Operation Wildfire nach wie vor 5,99. Auch wieder mit Journal, den Comics und Knives. Und Hydra war ein richtiger Banger, denn bei Hydra gab es diese wöchentlichen Dinger, wo ist es denn? Hier diese Events. Und zwar hatte man Wingman, das dann später auch komplett ins Spiel hinzukam. Davor gab es keinen Wingman. Waffenexperte und Kriegsspiele. Waffenexperte ist Arms Race und Kriegsspiele ist halt zum Beispiel Scout Knives, also Flying Scoutsman. Alle drei wurden dann auch später komplett ins Spiel mit übernommen. Und das war eine der wichtigsten Operations für mich oder für meinen Mate und mich, für Wallet und mich, weil wir uns so sehr auf Wingman gefreut haben. Wir haben uns das immer gewünscht, dass es doch bitte, bitte einen bewerteten Modus gibt, einen offiziellen gewerteten Modus, in dem man Two-on-Two spielen kann. Ich nehme an, Shattered Web haben bereits viele von euch mitbekommen. War auch ein sehr schönes Teil. Es kam dann die Knilche hier dazu.
natürlich auch wieder Skins und Map-mäßig, ich weiß gar nicht, Graffiti ist auch stimmt, wurde Map-mäßig auch irgendwas hingeschisselt. Yes, Jungle hatten wir, Studio, oh Gott, ich weiß noch, als diese Operation, als die gedroppt wurde, die kam natürlich auch wieder mitten in der Nacht, das war irgendwie 2, 3 oder 4 Uhr morgens, also bei uns in Deutschland, und ich hatte irgendwas Wichtiges und hatte schon, ich hatte eine Schlaftablette genommen. Und dann kam das. Und ich musste noch irgendwie 4 oder 5 Stunden dann wach bleiben, um das zu covern. Oh, das war eine geile Operation, aber die absolute Hölle, das halt aufzuarbeiten für Videos. Weil ich, ja, es war einfach scheiße. Es ist halt auch einfach kacke, dass es immer nachts kommen muss. Es könnte doch bitte einfach auch mal bei uns um 15 Uhr kommen. Verdammt ich noch einmal. Bei Broken Fang war es so, dass diese merkwürdige Stats-Geschichte hinzukam, die man dann später kaufen musste. Das hat, glaube ich, so gut wie niemand gehabt. Während Operation war es, meine ich, kostenlos und du hast sowas auch wie Premiere dann gespielt. Aber ja, also es war, das hat dann später 3 Euro im Monat gekostet. Also du musstest das richtig abonnieren, dass du diese Stats-Ansicht hast und wo spielst du, wo, wie machst du was, wie sind deine Waffen. Das sind natürlich coole Infos. Aber dass sowas kostenpflichtig war, war natürlich, das war natürlich sehr dämlich für die meisten. Also ich kannte keinen einzigen, der das nach der Operation aktiv genutzt hat. Ich glaube, das hier war die erste Operation, in denen die Missionen so aufgebaut wurden, also optisch so aufgebaut wurden in-game. Und ich glaube, es war auch die allererste Operation, in der du deine Sterne, die du verdient hast durchs reine Spielen, einfach ausgeben konntest, wie du wolltest. Also du konntest aussuchen, will ich eine Kiste, will ich mir sowas holen, will ich mir Agenten holen und so weiter und so fort. Du konntest dir natürlich auch die ganzen Sterne kaufen, wenn du sie nicht verdienen wolltest. Haben auch einige gemacht, weil sie gedacht haben, ich hol voll fett Profit, weil ich direkt an Tag 1 mir ganz viele Sterne kaufe und Sachen aufmache, aber es hat bei den meisten nicht geklappt. Das ist halt auch einfach Gambling. Ja, ach so, und Retakes kam hier dazu. Ich hätte schwören können, das war schon älter. Da hast du dann einen neuen Modus halt bekommen, in dem die Terroristen praktisch Anfang der Runde die Bombe legen und die CTs müssen den Retake spielen. Also du hast immer nur Retakes gespielt bei Retake. Das Chatwheel kam dazu, ich glaube noch mehr Agenten, noch einige Menge mehr. Und zu guter Letzt, ich glaube vor mittlerweile über 2 Jahren, kam Operation Riptide. Das ist die aktuelle, halt letzte Operation gewesen. Die private Spielsuche, die hinzukam, das war sehr geil. Da habe ich auch ein eigenes Video drüber gemacht, also nur darüber, wie wir dann auch zusammen im Stream halt gemeinsam gedaddelt haben. Man konnte dann einfach eigene Lobbys machen, 5 gegen 5 und rein da. Ist, glaube ich, auch in CS2 jetzt wieder möglich. Und ja, auch hier konntest du deine Belohnung wieder selbst wählen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch bei der nächsten offiziellen richtigen Operation machen werden, dass man hier komplett auswählen kann. Möchtest du eine Collection haben oder Agenten und so weiter und so fort? Das war schon sehr, sehr nice. Mission, Spielmöglichkeiten, bla bla. Aber das ist doch hier Insurgent. Ja, das im Hintergrund ist Insurgent 2. Die Map haben wir nicht so, die fand ich nicht so toll. Ach, und die Kurzspiele kamen da frisch hinzu. Das war auch sehr, sehr geil. Am Anfang dachten wir ganz kurz, das wäre irgendwie Trash, aber am Ende haben wir nur noch Shortmatches gespielt. Die gehen eine Runde länger als die Wingman-Spiele, also du brauchst halt 9 Runden. Und das hat sich aber doch recht gut angefühlt. Ich würde auch sagen, dass sie jetzt in CS2 diese MR12, also 12 Runden pro Hälfte, dass das perfekt ist. 16 war einfach zu viel. 9 bisschen zu wenig, aber 12... Und hier habe ich gerade Doggy Style gelesen. What? Wo habe ich das? Ah ja. Das war mir eigentlich egal mit den Deathmatch-Geschichten. Aber ja, es kam wieder sehr, sehr viele coole Sachen auch dazu. Und, ach guck mal hier, eine meiner Lieblings-Digeletten, die Ocean Drive, war da auch frisch mit dabei. Oh, die Gamma Doppler, Kumpel. Oh, damn. Das war auch, das war gut, dass sie das hinzugefügt haben. Ja. Naja, jetzt habe ich mich ein bisschen arg verheddert. Ich wollte euch eigentlich nur nochmal sagen, dass das waren die Operations bis jetzt. Und diese Operation, die jetzt dann am 16. kommt, also in 4 Tagen, die wird wahrscheinlich anders sein. Ne? Also, weiß ich auch nicht. Vor allem halt auf einer externen Seite dann irgendwie nur spielbar sein, I think, oder? Weil das ist ja nicht offiziell. Also ist es nicht so wie alle anderen Operations in CS2 drin. Ich bin auf die ganze Sache jetzt fürs Erste zumindest bei weitem nicht so aufgehypt als bei einer richtigen Operation. Ich könnte auch einfach irgendwie so eine Operation machen und sagen, so, ihr müsst so und so viele Kills machen, ihr macht am Ende einen Screenshot, ob das gestimmt hat und dann kriegt ihr Skins oder irgendeinen Scheiß. Das könnte ich auch machen und das als offizielle CS2-Operation verkaufen. Ich weiß, wie ich es im Titel mache. Ich schreibe einfach in den hinteren Teil, Operation Get Ranked, Klammer auf, extern, Klammer zu. Wobei ich auch noch nicht mal genau weiß, ob das extern ist. Vielleicht sind die wirklich irgendwie so mit den Volvos verbandelt, dass es tatsächlich in-game ist. Aber das kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Naja, am Ende bin ich natürlich sehr daran interessiert, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr diese Operation, von der man eigentlich noch gar nicht viel weiß? Glaubt ihr, dass es in-game sein wird? Glaubt ihr, dass sie extern sein wird? Und wenn wir davon ausgehen, dass sie extern oder auch intern ist eigentlich egal, glaubt ihr, sie wird ähnlich aufgebaut sein wie die letzten oder generell wie alte CS-Operations?
oder geht ihr davon aus, dass es was komplett Frisches wird? Haut es in die Kommentare, wir lesen uns dort. Diesbezüglich machen wir natürlich noch ein Giveaway. Und zwar hauen wir heute dafür eine StatTrak M4A1S Night Terror heraus. Man macht hierbei mit, wenn man sich in den Kommentaren an der Diskussion beteiligt bezüglich dieser Operation-Geschichte. Und noch so als kleine Info, heute Abend gibt es diese AK-47 Nightwish für euch im Livestream. Also kommt gerne ran und macht mit. Das Teil hier ist unter anderem im Livestream-Giveaway. Es gibt so wie immer noch einen Skin und einen Sticker und ein Graffiti. Wir starten den Stream gleich um 18 Uhr und ziehen dann einfach durch bis um 1 oder 2. Also wir sehen uns dann dort oder im nächsten Video. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Danke fürs Schauen und bis gleich. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.